Einen wunderschönen, meine liebe Freunde, und herzlich willkommen zurück zu Fatmans Haus, eurem Kanal für Tipps, Tricks, Comedy, keine Ahnung. Ihr werdet es schon wissen, sonst würdet ihr mir ja nicht folgen. Ich habe mir heute etwas ganz Besonderes für euch überlegt, und zwar möchte ich euch anhand von zwei Beispielclips zeigen, wie ihr eure Videoqualität verbessern könnt. Mit verbessern könnt meine ich jetzt nicht, kauft euch das Objektiv und kauft euch das Mikrofon, sondern wirklich beim eigentlichen Filmen könnt ihr auf gewisse Dinge achten, die das Video einfach realistischer und harmonischer wirken lassen. Dazu habe ich zwei Clips gedreht, einmal so sollte es aussehen und einmal so am besten nicht. Ich werde euch diese beiden Clips jetzt zeigen. Ihr werdet wahrscheinlich schon merken, welcher der bessere Clip ist und welcher der schlechtere. Und ich werde euch im Nachhinein erklären, warum. Alexa, könntest du mir bitte einen Kaffee machen? Ich habe dir bereits einen gemacht, der steht in der Küche. Oh, du bist die Beste. Kein Problem. Oh, der schmeckt ja abartig. Was hast du da reingetan? Zitronensaft. Warum? Ich habe gehört, sauer macht lustig. Alexa, könntest du mir bitte einen Kaffee machen? Ich habe dir bereits einen gemacht, der steht in der Küche. Du bist die Beste. Kein Problem. Der schmeckt ja abartig. Was hast du da reingetan? Zitronensaft. Warum? Ich habe gehört, sauer macht lustig. Ich denke, man konnte es erkennen, zumindest hoffe ich es, Clip 1 war der bessere Clip, Clip 2 war der schlechtere Clip. Warum das so ist, ein paar Dinge sind euch vielleicht schon aufgefallen. Das Allerwichtigste gleich zum Anfang: niemals, wenn ihr etwas dreht, direkt in die Kamera schauen. In dem Fall jetzt natürlich schon, weil ich ja wirklich mit euch spreche. Wenn ich allerdings was filme und mit irgendeiner Person spreche, die im Raum ist, dann darf ich nicht in die Kamera schauen. Das nennt sich die dritte Wand durchbrechen, kann teilweise auch sehr lustig sein, das zu tun, wird in gewissen Kinofilmen auch gemacht, zum Beispiel Deadpool, House of Cards. Generell sollte man das aber vermeiden, weil einfach der Effekt, dass ich gerade eine Geschichte anschaue, damit komplett verloren geht. Ich zeige euch die beiden Szenen nochmal direkt hintereinander und ihr werdet feststellen können, das erste ist ein Film, das zweite ist weiß der Teufel was. Alexa, könntest du mir bitte einen Kaffee machen? Der zweite Punkt ist, dass man gewisse Handlungselemente einfach nicht überspringen darf. Das bedeutet in dem ersten Videoclip zum Beispiel, dass ich aufstehe, in die Küche gehe, die Tasse hole, wieder zurückgehe. Wo habe ich die Tasse denn sonst her? Im zweiten Clip habe ich die Tasse auf einmal einfach in der Hand. Genau genommen kann man die Tasse sogar schon sehen, während ich sie eigentlich noch gar nicht haben dürfte. Auch hier kommt wieder der Punkt, dass es einfach unrealistisch ist. Ich kann mich nicht durch die Gegend teleportieren. Klar sagt jeder, na, aber man weiß doch, dass ich in der Küche war. Ja, das ist schon richtig. Jeder weiß das, aber es zu sehen, das macht einen guten Film aus. Natürlich darf man es auch nicht übertreiben und wirklich Schritt und Schritt und Schritt und Schritt zeigen, sondern einfach nur andeuten, die Person ist aufgestanden, sie ist rübergegangen, sie hat die Tasse geholt, sie ist zurückgekommen. Ich weiß, dass es auf TikTok stellenweise sehr schwer ist, aufgrund der zeitlichen Begrenzung. Das Problem hat man natürlich auf YouTube nicht. Aber mir geht es oft so, dass der Clip nicht lang genug ist. Der Clip sollte ja am besten zwischen 15 bis 40 Sekunden lang werden. Und da kann man so kleine Elemente noch mit einbauen, die das Video besser machen und das Video länger. Der letzte Punkt, auf den ich eingehen möchte, den finde ich persönlich auch sehr wichtig, das sind eben diese ganzen Close-Ups. Wie jetzt zum Beispiel, als ich an der Tastatur saß oder als ich die Tasse hochgehoben habe. Bei der Tasse haben wir nochmal den tollen Effekt, dass ich auch zeige, ich nehme diese Tasse, wie ich es bei Punkt 2 schon erklärt habe. Das macht für mich persönlich den Unterschied zwischen einem Film und einem kleinen Videoclip. Kamerafahrten, Close-ups, Drehungen, Reinzoomen, Unschärfe etc. Das sind alles Dinge, die ein Video massiv aufwerten können und den Unterschied machen zwischen einem qualitativ hochwertigen Film und einfach einen lieblos dahingeklatschten Clip. Ich hoffe, ihr habt anhand der beiden Beispiele erkannt, worauf ich hinaus möchte. Ich hoffe, das Video hat euch geholfen. Ich hoffe, ihr könnt vielleicht ein bisschen was davon umsetzen. Nächste Woche zeige ich euch drei TikTok-Anfängerfehler,
die wirklich sehr viele machen. Und ja, ich verspreche es, es wird nicht um die Hashtags gehen, weil ich das Wort Hashtag einfach nicht mehr hören kann. Und jetzt zum Schluss noch kurz Werbung in eigener Sache. Ich habe jetzt neu meinen Gaming-Channel, auf den ich Games stream. Das wurde sich von vielen, vielen Leuten gewünscht. Ich habe den Channel aufgemacht, habe da aber jetzt kaum Abonnenten. Ich weiß nicht, wo die Leute sind, die es sich gewünscht haben. Deswegen möchte ich hier nochmal drauf aufmerksam machen. Fatman's Game. Einfach auf YouTube suchen. Ich würde mich über ein Abo freuen. Ich würde mich auch freuen, wenn ihr meine anderen Videos anschaut. Und falls ich euch geholfen habe, könnt ihr mir ein Like oder ein Abo dalassen. Vielen Dank dafür. Bis demnächst und noch eine schöne Zeit auf TikTok.